Мне было важно учесть уроки Второй мировой войны, наводить ein Volkstrauertag als Startsignal neuer Freundschaften. Helmut Eichmann vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge aus Bad Pyrmont fand im russischen Fernsehen Beachtung, als er in Chimki bei Moskau von dem stellvertretenden Bürgermeister Pantschuk empfangen wurde. Eichmann wiederum hat eine erstaunliche Entdeckung aus Chimki mitgebracht. Herr Eichmann, Sie waren in Chimki. Ja, ich war auf Einladung der Gäste von dem letzten Volkstrauertag in Chimki und habe da eine wichtige Entdeckung gemacht. Und zwar habe ich Soldatengräber von deutschen Soldaten gefunden, die in Lagern verstorben waren. Aber zum Teil sind die auch einfach verscharrt. Und die Namen müssten aber sich rekonstruieren lassen. Der Volksbund weiß davon mit Sicherheit nichts. Um wie viele Gräber handelt es sich etwa? Das kann ich schwer sagen. Ich habe einen ganz vermüllten Platz gefunden, den mir der Historiker Mustafin gezeigt hat. Und da lag nur Müll rum und da müssen zahlreiche deutsche Kriegsgefangene beerdigt worden sein, die in den Lager umgekommen sind. Der nächste Schritt ist eigentlich, weiter Kontakt zu halten mit den russischen Partnern und Freunden in Chimki und zu versuchen, das Ganze zu rekonstruieren und außerdem Kontakt mit der Bundesstelle vom Volksbund aufzunehmen. Ich habe es an untere Sektionen weitergegeben. Ich gehe mal davon aus, dass es da entsprechende Nachfragen geben wird. Ja, also die Feiern zum Volkstrauertag im vergangenen Jahr, die haben also Wirkung gezeigt, auch in Russland? Ja, die haben Wirkung in Russland gezeigt. Diesmal kommt eine Delegation von 9 Personen, im Gegensatz zu 2 vom letzten Mal. Es werden Vertreter des russischen Fernsehens dabei sein. Und es werden auch Investoren dabei sein, die sich hier in Bad Pyrmont umsehen werden. Das heißt, Sie haben hier auch Kontakte geknüpft, so mal ganz nebenbei? Ja, es gibt neue Kontakte, es gibt neue Perspektiven. Im Einzelnen kann ich das natürlich noch nicht kommentieren. Das ist also alles noch Spekulation etwas. Aber es hat sich doch eine ganze Menge Interessantes gezeigt. Und was ich eben auch erwähnen möchte, als ich in Chimki war, wurde ich vom Bürgermeister Pantschuk empfangen. Und das Ganze wurde vom russischen Fernsehen aufgezeichnet und auch ausgestrahlt. Also der Volkstrauertag mit seinen Gedenkritualen hat auch eine Bedeutung in der heutigen Zeit. Das sehe ich absolut so. Es ist eine historische Veranstaltung einerseits, aber mit Bezug auf die Gegenwart. Ich denke, eine wichtige Botschaft ist eben, über den Gräbern der Gefallenen Kontakte zu knüpfen, sich die Hände zu reichen zum Frieden und in die Zukunft zu schauen. Und in der Vergangenheit hat es schon wiederholt auch gute Beziehungen zu Russland gegeben. Und ich gehe davon aus, dass das sich auch weiter ausbauen lässt und dass wir eine gute Partnerschaft haben können. Und das Interesse auf russischer Seite ist sehr groß. Können Sie noch etwas zu Chimki sagen? Das hat ja eine besondere Bedeutung auch im deutsch-russischen Verhältnis. Ja, Chimki hat eine besondere Bedeutung, weil im Zweiten Weltkrieg die deutsche Wehrmacht bis nach Chimki vorgestoßen ist bei dem Versuch, Moskau zu erobern im Winter 1941 bei klirrender Kälte, minus 35, minus 40 Grad ohne Wintersachen. Es gab viele Erfrierungen. Das war die erste Schlacht in Russland, die verloren ging. Und es erinnern da zahlreiche Mahnmale, Panzersperren an den Vorstoß der Deutschen und an die Abwehr von Moskau, der Roten Armee. Außerdem spielt Chimki noch insofern eine Rolle, dass es eine verbotene Stadt war, weil dort Waffen produziert wurden, zum Beispiel die SS-20 und SS-22, die uns bedroht hatten von Seiten der DDR, wurden dort produziert. Der Volkstrauertag in diesem Jahr, was dürfen wir hier in Bad Pyrmont erwarten?
Wir haben 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, also insofern eine Jubiläumsveranstaltung. Die spielte in Russland eine ganz große Rolle, nämlich Sieg über Deutschland, Sieg im großen Vaterländischen Krieg. Wir werden daran auch gedenken und werden eben feststellen, dass es ein großes Leid über uns gebracht hat und dass wir aus diesen Fehlern lernen müssen, dass wir neue Perspektiven schaffen. Und das tun wir ja, indem wir eben Russen daran teilhaben lassen und gemeinschaftlich in die Zukunft blicken. Jetzt noch mal eine ganz persönliche Frage aus Ihrer Sicht. Fürchten Sie mit der erkennbaren Abkühlung des deutsch-russischen Verhältnisses eine neue Phase des Kalten Krieges? Die neue Phase des Kalten Krieges ist inzwischen ja leider eingetreten. Ich denke aber, dass das nicht unbedingt unser Interesse sein muss, sondern ich denke, wir müssen sehen, welche Perspektiven es gibt, um das Ganze zu relativieren und um eben angesichts auch gewisser Spannungen, die bestehen, neue Brücken zu bauen, um gemeinschaftlich die Zukunft zu meistern. Und es gibt ja auch von Seiten der USA und Russland teilweise vorsichtige Annäherungen. Und ich denke, das sind hoffnungsvolle Schritte, die wir im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten unterstützen sollten. Dona, nobis pacem, Dona, nobis pacem, Dona, nobis pacem, pacem, Dona, nobis pacem.